Guten Tag. Da mich immer wieder Fragen zur Grundkursklausur im Jahr 2020 erreichen, möchte ich Ihnen hier zumindest die fünf wichtigsten Fragen beantworten. Zunächst mal, eigentlich geht es gar nicht um eine Grundkursklausur, sondern um eine Art Kurzhausarbeit. Die Klausur werden Sie zu Hause auf Papier in Ihren Räumen ohne Aufsicht schreiben. Das bringt uns nun zu unserer ersten Frage. Wird die Grundkursklausur im BGB schwerer oder umfangreicher? Ich kann dazu eine ganz klare Aussage treffen. Nein. Die Klausur, die Ihnen gestellt wird, ist exakt dieselbe, die ich schon Anfang letzten Semesters geplant habe. Und da im vergangenen Jahr niemand etwas von der Corona-Krise geahnt hat, ist das eine Klausur, die genauso einfach oder schwer ist wie die Probeklausur. Wenn Sie also in der Probeklausur kein Problem gehabt haben, sollte Ihnen auch die richtige Grundkursklausur keine weiteren Schwierigkeiten bereiten. Ich kann hier nicht zur Klausur im öffentlichen Recht sagen, denn diese Klausur stelle ich nicht. Meine Aussagen beziehen sich ausschließlich auf die BGB-Klausur. Das bringt uns zur zweiten Frage. Viele von Ihnen meinen, kann man nicht bei der Kurzhausarbeit viel leichter täuschen als bei einer Präsenzklausur? Und hier muss ich ehrlich sein, lautet die Antwort ja. Allerdings ist die Frage, wie Sie sinnvoll täuschen. Zunächst könnte man auf die Idee kommen, Sie könnten ja unzulässige Hilfsmittel, zum Beispiel Skripten, Bücher, Google oder Ähnliches nutzen. Allerdings lassen wir hier schlicht alle Hilfsmittel zu. Wenn Sie sich an Ihre Probeklausur erinnern, hätte es Ihnen wahrscheinlich auch nichts genützt, wenn Sie dort ein Lehrbuch, ein Skript oder Schemata dabei gehabt hätten. Denn das war gar nicht Gegenstand der Klausur. Eine andere Variante ist, dass Sie sich mit Ihren Kommilitonen absprechen und quasi per Chat diskutieren, was denn in der Klausur geschrieben werden soll und wie man es am besten formuliert. Das birgt zwei Risiken. Zum einen könnte das Ganze auffallen. Denn unsere Korrekturassistenten werden natürlich auf ähnliche Formulierungen achten und das könnte Ihnen teuer zu stehen kommen. Zum anderen haben Sie aber ein Zeitproblem. Wenn Sie sich an Ihre Probeklausur erinnern, war das Problem wahrscheinlich nicht, dass Sie überhaupt keinen Plan hatten, was Sie schreiben, sondern die Frage war, wie Sie alles, was Sie wissen, in der kurzen Zeit auf Papier bringen können. Das wird in der richtigen Klausur nicht anders sein. Und ein Gesprächskreis mag schön und spannend sein, nur ist er kein effizienter Weg, wie Sie damit Ihre Probeklausur hinkriegen. Eine andere Variante ist, dass Sie sich in Ihrer Familie umschauen. Vielleicht ist Ihr Vater ja BGH-Richter oder Ihre Mutter ist Staranwältin oder Ihre Katze ist die Freundin von Katze Flauschi. Allerdings ist die Frage, nützt Ihnen das wirklich was? Denn können diese Leute wirklich bessere Klausuren schreiben als Sie? Ein Richter schreibt üblicherweise nicht im Gutachtenstil, sondern im Urteilsstil. Schreibt er versehentlich die Klausur auch nur teilweise so, wie er sein Urteil schreibt, wird er schlicht durchfallen. Denn der Urteilsstil ist in Klausuren schlicht unangebracht. Schreibt unsere Anwältin die Sachen, die sie für wichtig hält, ausführlich und alle anderen Sachen kurz, wird das wenig überzeugend sein. Denn von Ihnen als Anfänger wird etwas ganz anderes erwartet als von einem Profi. Das, was für den Profi unproblematisch ist, müssen Sie möglicherweise detailliert ausformulieren. Und über die Qualifikationen von Katze Flauschi müssen wir uns hier gar nicht ernsthaft unterhalten. Das bringt uns nun zur nächsten Frage. Und diese lautet, lohnt es sich, in der ersten Grundkursklausur zu täuschen? Und die Antwort darauf lautet ganz klar, nein. Zum einen ist die erste Grundkursklausur nicht etwa das Ende Ihres Studiums. Stattdessen zählt hinterher im Berufsleben das Staatsexamen. Und dieses Staatsexamen besteht aus einer universitären Schwerpunktbereichsprüfung und einer staatlichen Pflichtfachprüfung. Keine der beiden hat irgendeinen Bezug zu dieser Grundkursklausur. Das heißt, das Ziel ist noch in weiter Ferne. Auch die Note, die Sie hier erzielen, ist letztlich ohne Belang. Anders als in Bachelor-Master-Studiengängen
spielen die Noten, die sie im Studium erwerben, zunächst einmal im Jurastudium keine Rolle. Stattdessen geht es ausschließlich um die Noten in den Klausuren und der mündlichen Prüfung im staatlichen Teil, sowie die Klausuren und die Seminarleistung im Schwerpunktbereich. Beides wird in keiner Weise von dieser Grundkursklausur beeinflusst. Im Gegenteil, die Klausuren sind anonymisiert, sowohl im Schwerpunktbereich als auch im Staatsexamen, und der Prüfer hat keine Ahnung, wie sie am Anfang ihres Studiums abgeschnitten haben. Damit sind wir eigentlich bei dem einzigen Zweck dieser Grundkursklausur. Sie ist der erste Schritt im juristischen Studium und soll Ihnen zeigen, ob das richtige Studium für Sie ist oder Sie nicht vielleicht doch lieber ein anderes, spannendes Studium besuchen sollen, etwa Betriebswirtschaft oder Politikwissenschaft oder vielleicht auch Mathematik. Wenn Sie sich also selbst täuschen, bringt Ihnen das gar nichts. Sie kriegen damit weder eine Anwaltszulassung, noch machen Sie sich das weitere Studium leichter. Denn die nächste Klausur kommt bestimmt und diese ist dann nicht mehr so leicht zu manipulieren. Auch die nächste Frage ist für Sie mit Sicherheit spannend. Muss man für die Grundkursklausur extrem viel auswendig wissen? Und angesichts der Menge an Stoff, die über zwei Semester zusammenkommt, könnte man auf die Idee kommen, das sei doch das Hauptziel. Die Antwort lautet aber trotzdem nein. Stattdessen geht es nicht darum, Ihren Kopf zuzumüllen und hinterher 20 Definitionen, 95 Prüfungsschema und 2000 Paragraphen ohne nachzulesen zu wissen, sondern Sie sollen mit dem juristischen Handwerkszeug arbeiten können. Es geht also weniger um Wissen als vielmehr um Können. Und das umfasst zum Beispiel Fähigkeiten wie die vernünftige Untergliederung. Müssen Sie zu jedem Punkt etwas schreiben oder wissen Sie, wo die Probleme liegen und wie man diese vernünftig aufbaut? Aber auch die präzise Arbeit ist sehr wichtig. So müssen Sie zum Beispiel genau wissen, wo Sie nachschlagen, um bestimmte Probleme zu finden und oder wo Sie im konkreten Fall eine Norm zitieren und wo nicht. Auch die Nennung von Absätzen, Sätzen und Varianten gehört hierhin. Auch das spricht gegen die Einschaltung von Praktikern, denn diese zitieren oft sehr schlampig. So lese ich immer wieder, dass § 14 für den Unternehmer herangezogen wird, statt 14 Absatz 1. Auch bei 276 wird oft von Verschulden statt von Vertreten müssen gesprochen. Oder es wird ganz auf die Zitierung von Absätzen und Sätzen in solchen Normen verzichtet. Das wird von Ihnen am Studienanfang erwartet. Der Profi kann sich es leisten, etwas schlampig dahinzuschreiben. Unsere letzte Frage ist die Frage, die vielleicht schon politisch ist. Sind die Gefahren bei unserer Kurzhausarbeit nicht viel höher als bei einer klassischen Klausur? Und da muss ich sagen, aus meiner Sicht ganz klar nein. Stellen wir uns vor, wir würden die Klausur ganz normal im Hörsaal schreiben, dann müssten Sie derzeit alle einen Mundschutz tragen. Wenn Sie überlegen, wir müssten nun bei allen 500 Teilnehmenden die Identität überprüfen und wenn Sie sehen, wie gut man Menschen hinter einem Mundschutz erkennen kann, sehen Sie, dass Sie auch da theoretisch relativ leicht täuschen könnten. Denn hinter einem Mundschutz erkennt man Menschen kaum und das Foto in Ihrem Studierendenausweis oder gar in Ihrem Personalausweis sieht Ihnen vielleicht gar nicht mehr so ähnlich, wie Sie es gerne hätten. Darüber hinaus gibt es auch die technischen Risiken. Stellen Sie sich vor, es wird ein Feueralarm ausgelöst oder der Strom fällt aus oder andere schlimme Dinge passieren im Hörsaal. Und schließlich ist auch denkbar, dass Klausuren verloren gehen, was sogar im Staatsexamen vor kurzem passiert ist, oder gar gestohlen werden. All das gilt es zu vermeiden und deshalb haben Sie keine Sorgen vor der Kurzhausarbeit, atmen Sie tief durch und schreiben Sie einfach das, was Sie können. Wenn Sie die Probeklausur problemlos geschafft haben, droht Ihnen auch in der echten Grundkursklausur keine besondere Belastung. Also keine Panik, tief durchatmen und einfach die Klausur schreiben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.